Jeff Koons im Blitzlichtgewitter. Der amerikanische Künstler eröffnet in Berlin persönlich seine große Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie. Gezeigt werden 11 Werke aus Koons Serie Celebration. Kinderspielzeug und kommerzielle Geschenkartikel inspirierten den 53-Jährigen zu diesen monumentalen Skulpturen. Ich glaube an die Objekte, ich glaube an die Ideen und sie sind es tatsächlich, die den Menschen im Lauf der Zeit vermitteln, was im Leben wichtig ist und wie wunderbar die Erfahrung des Lebens sein kann. Doch nicht nur die Kunstwerke erinnern an industrielle Massenwerke. Auch Koons Arbeitsweise ähnelt der eines Fabrikanten, denn der Meister legt bei der Herstellung nicht selbst Hand an. Er lässt seine Entwürfe von den Angestellten seines New Yorker Ateliers und verschiedenen Spezialfirmen realisieren. Die Koons-Schau ist Teil der Berliner Ausstellungsreihe Der Kult des Künstlers. Mit dem Großprojekt feiert Peter Klaus Schuster seinen Abschied. Der scheidende Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin blickt zufrieden auf seine knapp 10-jährige Amtszeit zurück. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das Gefühl hat, man ist am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und diese 10 Jahre, Berlin ist doch 10 Jahre, sind die Jahre, in denen Berlin die Künstlerstadt schlechthin wurde und damit auch die Stadt für die Museen. Eine weitere Ausstellung zeigt im Untergeschoss der Nationalgalerie parallel eine Retrospektive des Werks von Paul Klee. Schmuckstück ist Klees berühmtes Bild Angelus Novus, das einst dem Philosophen Walter Benjamin gehörte. Es ist eine seltene Leihgabe des Israel-Museums in Jerusalem. Die Ausstellungen mit den Werken von Klee und Koons sind noch bis Anfang Februar in Berlin zu sehen.